Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Die kann das ja auch auf dem Rückweg kaputt machen, die Axt, ne? Ich kann ja versuchen, die dran vorbeizuschmeißen. So, danach da zu gehen. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, okay. Kann ich das kaputt machen? Nee. Kann ich das Seil kaputt machen? Auch nicht. Wie komme ich da oben hin? Okay, dann gehen wir mal hier. Dann gehen wir einfach mal hier durch. Hier hoch. Da ist noch so ein Ding. Okay, dann kommen wir zum dritten. Ah, was ist das? Andere Kiste. Und jetzt ist die Frage, komme ich von... Oh, ach so. Jetzt komme ich bestimmt von unten ran und muss wieder zurück. Ah ne, Junge, kommt mit. Wir sind wieder hier. Ja, wir sind wieder hier. Und der Punkt ist, wir sind jetzt also rückwärts wieder zurückgelaufen hier. Irgendwie da oben ist das Teil, ne? Da ist diese... Scheiße. Neulich war auch schon bei dem Psychotherapeuten und der sagte auch zu mir, denke an die positiven Sachen, die du am Tag erlebt hast. Zum Beispiel, hey... Ich konnte heute meine Küche sauber machen, ohne Kopfweh zu haben. Also, das ist aber wirklich ein guter Tipp. Das, was in die Richtung halt. Das ist leichter gesagt als getan, da umzudenken echt nicht einfach ist. Aber ich arbeite dran, ne? Und das ist halt genau der Punkt. Ich bin ein Optimist. Absolut, ne? Also ich bin absoluter Optimist. In allem sehe ich immer das Gute. Und deswegen... Wobei man dazu sagen muss, ich bin also vor Depressionen auch nicht geschützt. Ja, meine Frau hat ja mit depressiven Menschen zusammengearbeitet. Und das ist also so, selbst wenn man sein Leben lang immer Optimist ist und nie negative Gedanken hatte, da reicht eine einzige Sache, reicht, die passiert. Eine einzige Sache und das ganze Ding strukturiert sich komplett neu um. Und ab dann geht's gar nicht mehr, ne? Hat dann mein Freund gesagt, der hat jemanden gehabt, der hat richtig eine gute Position in seinem Arbeitsleben. Und alle haben zu dem aufgeblickt. Und dann hat er zu ihr gesagt, wissen Sie, ich hab in meinem Leben, ich habe Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen auf der Autobahn gehalten. Ja, während des Autofahrens. Und auf einmal, zack, macht's Klick. Und ich komme früh nicht mehr aus dem Bett. Sagt sie, der hat vorher gesessen. Der war ein Häufchen Elend. Nicht? Und. Ja, und weiß selber nicht, woher es kam, ne? Es kam plötzlich. Ja, und da ist keiner vorgefeit, tatsächlich. Ja, ich habe eine Idee. Guck mal, ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich das jetzt... So rum geht's nicht. Und so rum? Haha! Weißt du was? Du kannst mich mal mit dem ganzen Rotz hier. Ich bin der Lösemeister bei solchen Rätseln. Da denkt er, dass er mich ja kriegt damit, ne? Jetzt haben wir die ganz große Kiste aufgemacht. Legendär. Sie haben 1 der 3 Hörner mit Blutmet gesammelt. Oh, Blutmet. Die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Ich bin bei Rage natürlich noch gar nicht dabei, ne? Ich bin völlig außer Rage bin ich. Außer Rage und Band bin ich. Speichern. Ich speichere mal irgendwo hier unten. Und jetzt muss ich hier hin. Hier oben war ich schon. Brauche ich nicht mehr hin. Hüpf mal hier wieder zurück. Zack. Und jetzt geht's hier weiter. So, jetzt gehen wir hier oben raus. Wir schaffen es, glaube ich, jetzt zum Berg, ne? Das ist, glaube ich, jetzt der Gipfel. Hast du eigentlich das Spiel auch gespielt, Manu? God of War? Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Guck mal hier, Kratos, ne? Es versuchte ihm einen Arm zu nehmen, aber er denkt sich wahrscheinlich keine Emotionen zeigen. Komm, Junge.
also ich habe das Gefühl, man sieht hier, dass er als, das kennt man auch, ich glaube, das kennt man als Vater. Man denkt manchmal, genau das wie jetzt hier, den mal in den Arm zu nehmen, den mal zu drücken, zu sagen, wenn er gerade an seine Mutter denkt, ne, mal in, zu sagen, hier, ich verstehe dich und, ne, aber dann zieht man den Arm zurück und denkt sich, der muss, der ist stark, der schafft das. Na, also komisch, ne, komisch. Bei mir weiß ich zum Großteil, woher es kommt. Der Hauptgrund sind halt wirklich die Kopfweh. Ja, okay. Wenn sie irgendwann mal wegkommen und ich wieder normal leben kann, wird es auch alles wieder legen. Ja, okay. Also ich kann es verstehen. Wenn es natürlich von durch so einen extra externen Einfluss kommt, das macht einen natürlich wahnsinnig. Ne? Und das kann ich mir gut vorstellen. Okay, guck mal, hier sitzt jemand. Aha, noch mehr davon. Gut. Noch eine Maske gefunden. Aber da sitzt hier nicht, der ist tot. Der lebt nicht mehr. Ich dachte, da sitzt jemand, aber der mir was beibringen kann. Na, war aber nicht so. Sieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Ach, guck mal, jetzt muss das wohl das vorlesen. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Hm, vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Niemals werde ich allein, die wir zu zweit. Das ist doch nicht einfach eine mehrköpfige Schlange oder sowas hier im Spiel. Ich bin bei sowas immer. Es ist halt. Die Ringe müssen sich drehen. Also der bleibt erstmal hier stehen, der will nicht weiterlaufen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, hier gibt es eine Info. Der bleibt jetzt da stehen. Ich laufe einfach mal ein Stück hier hoch. Vielleicht. Hopp. Finde ich da irgendwo einen Ansatz? Da ist eine Höhle, guck mal. In der Höhle ist erstmal nichts drin, grundsätzlich. Okay. Schauen wir doch mal von oben drauf, wie bei Stonehenge. Vielleicht sehen wir ja irgendwie... Ach, guck mal, was ist das? Ah! Okay. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Wieso? Müssen wir die nicht an irgendeine Position drehen oder sowas? Soll ich jetzt wirklich wieder runterkommen? Bei mir hört man, glaube ich, dass ich, wenn ich so rede, dass ich da nuschel, ne? Durch das Mikrofon hört man, welche Lippen aufmache. Drum versuche ich jetzt, den Mund mehr zu bewegen. Ah, du könntest die Zahnräder bestimmt einfrieren. Okay, ich kann also die drei verschiedenen Zahnräder einfrieren. Machen wir es mal einfach mal so. Dann wollen wir doch mal... Ach, dahinter. Ach, guck mal, dahinter sind die Zahnräder. Ah ja, okay. Die Frage ist... Na, wollen wir mal probieren. Ah! Jetzt guck mal da. Aha! Aber, wenn ich zurückrufe, dreht sich ja weiter. Na, pass auf, warte mal. Ich vermute mal, die Pfeilspitze muss da hin. Also. Der Teil ist richtig. Siehste? Hab ich das nicht wie ein Profi gemacht? Jetzt halte ich noch die Mitte an. Also, wo ist das mittlere? Hier. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken. Muss es auf die rechte Seite sein? Ja. Auf der rechten Seite. Okay, hat geklappt. Ich sehe Runen. Ja, dann lies mal vor. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Geh mal ein Stück rück. Okay, mach ich. So, oder haben es völlig verfriemelt. Wir gucken mal, was jetzt was passiert. Die reden gleich wieder. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Guck mal, das sind Raben. Oh, da ist ein Schriftzeichen. So, Brock, der spricht das so cool aus. Was ist denn das? Das ist viel besser, okay. Sehr schön. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, durch das neue Mikrofon muss ich das Setting komplett neu verändern, ne? Ich muss, glaube ich, die Vögel umbringen. Vorhin habe ich einen Geistervogel umgebracht. Was ist das hier? Was ist das?
Der Sohn kann nichts damit anfangen. Ja, ich musste bei mir auch alles neu einstellen. Genau, und ich habe vorgestern habe ich auch abends gestreamt und da habe ich erstmal saumäßig eine Störung drauf gehabt auf dem Mikrofon. Der Hitmetude kann das bestätigen. Der hat mir dann auch geschrieben, du, ich höre gar nichts, hier geht gar nichts. Extrem Störung, weil ich es am falschen USB-Port hatte und irgendwie, keine Ahnung, hat sich da was reingehackt. Jetzt hängt das Mikrofon direkt am PC hinten dran und nicht mehr am USB-Verteiler und ich denke mal, damit geht's etwas besser. So. Ja, und wenn dich das interessiert, ich mache so von coolen Szenen aus dem Spiel, also habe ich auch bei TikTok jetzt ein paar Videos hochgeladen, damit man so sieht, was ich hier erlebt habe. So die, wenn es um die Story geht, ne, um die Geschichte. Und das ist der Hammer. Das ist der Oberwahnsinn. Guck mal, ich zeig dir das mal. Wenn ich jetzt auf TikTok gehe, ne? Wenn ich jetzt auf TikTok gehe, ich zeig mal, ich flexe mal in die Kamera rein. Da habe ich jetzt hier, gehen wir mal auf TikTok drauf. Hier, pass auf, gehen wir auf TikTok. Jetzt gehen wir hier von meinem eigenen Kanal. Guck mal hier. Schau mal an hier. Kannst du das erkennen? Kann man das sehen? Jetzt zieh mal in die Kamera. Guck mal, der Punkt ist, hier oben muss man nur rankommen. Das ist ja krass. Also das, vielleicht kann man so, da habe ich jetzt, als ich dir gezeigt habe offenbar, als mein Handy hochgehalten, da muss ich rangekommen sein. Ja, wie gesagt, also habe ich bei TikTok habe ich also die Szenen hochgeladen, die ich total cool fand. Wo ich, wo man sich so coole Story-Szenen einfach. Ich finde das mega, muss ja auch aufs Leuchten achten. Genau, ich hätte es ja sehen können vor meinen Augen, ne? Ich hätte es ja sehen können, aber nein. Das, okay, hier war ich gerade schon. Bin ich jetzt falsch rumgelaufen? Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe? Oder muss ich jetzt hier rumlaufen? Aha, okay, hier geht's weiter. Junge, diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Okay, jetzt muss also der Sohn wieder das Jagen üben. Tja, runterfallen gehen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ach, ich komme wieder hoch. Oh. Ja, moin! Ein Keiler. Direkt hinter dir. Ah, ich hab gar keine Lust. Ich hab gar... Oh. Was war das? Wo kam der jetzt her? Okay, Achtung. Ja, mach doch mal! Warum macht er jetzt einen Rage-Angriff nicht, Mann? Okay. So, der trifft aber böse. Jetzt, siehst du, jetzt geht's los. Achtung! Da hauen wir erstmal richtig auf den drauf. Im Rage-Mode. Aha, okay, ich hab. Alles klar. Das habe ich da hinten mit anvisiert. Du gehst erstmal weg hier. Jetzt geh erstmal schnell heilen, da hinten.
So, jetzt nehmen wir den Jungen und lassen mit dem Jungen auf den schießen. Oha. Oha. Oh, der Junge hat's erwischt. Ist hier irgendwie weg. Rage Mode. Ah, das war ein super Skill gerade. Alter, was ist denn? Guck mal hier. Da habe ich die erste Stufe weg von dem. Keine Ahnung, was das bringt. Okay, wir sind unter der Mitte. Der macht seinen eigenen Rose kaputt. Oh. Shit. Ich muss mich irgendwie heilen. Hier ist was rumliegt, um den Rage aufzuladen, glaube ich. Den lassen wir mal kaputt machen hier. Lebenspunkte rausziehen. Oh mein Bruder, muss ich los. Ah, hier ist eine Kiste, die wir gleich einsammeln können. Ich guck mal ganz schnell, das kriegen wir hin. Okay, hier ist noch was zum Einsammeln. Dieser Bruder da. Oh Mann. Das ist keine Heilung, das ist nur was anderes. Ah! Die Typen drumherum, die machen mir das Leben sinnlos schwer. Die muss ich loswerden. Lass den in Ruhe, den Sohn. Das ist ein Brenner Daudi! Brenner Daudi! Irgendwas schießt hier gerade auf mich. Wer zieht da? Ich glaube, der Sohn darf auch nicht sterben. Ah, hier ist noch so ein Idiot. Den holen wir uns erstmal. So. Heilung. Das ist keine Heilung. Musik ist ein bisschen bei den Avengers, ne? Der Sohn muss vor allem abhauen, der muss weg. Ich mache hier schön den auf Fernkampf. Oh, jetzt schnell! Der gehört mir! Der gehört mir! Das hast du davon, Bruder! Das hast du davon! Manchmal bist du mir echt unheimlich! Endlich ist es vorbei! First Try! Das ist professionelles Gameplay, ist das! Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.